Hallo und herzlich willkommen. Repu bemüht sich darum, auch im Gaming-Segment Fuß zu fassen. Ganz ambitioniert hat man gleich ein eigenes Gaming-Label begründet, dieses V-Pro-Label, und auch schon einige eigene Produkte am Markt platziert. Darunter ist die V900, eine Laser-Gaming-Maus, die wir auch bereits getestet haben. Und darunter ist aber auch die V-Pro V700, eine Gaming-Tastatur, die wir jetzt als erste Gaming-Tastatur von Repu testen werden. Mechanische Tastatur, hier werden also auch mechanische Switches verbaut. Momentan kann es ja auch kaum anders sein. Dazu gibt es aber auch Zusatzfunktionen. Wir haben hier einen integrierten Speicher, der zum Beispiel das Speichern von Profilen ermöglicht. Und ja, was die Tastatur sonst noch so kann, das zeigen wir jetzt im Video. Unter der schicken Umverpackung verbirgt sich ein etwas farbloserer brauner Karton. Da drin schön eingefaltet das Anschlusskabel, gesleeved und mit vergoldetem USB-Anschluss, so wie man sich das heute also vorstellt. Auch ein Mantelstromfilter ist vorhanden und wieder ganz praktisch hier dieser Klettverschluss, um das Kabel zusammenzuhalten. Auf der anderen Seite sehen wir dann ja den Rest des Lieferumfangs. Da ist natürlich hier etwas Dokumentationsmaterial und auch noch eine konventionelle Treiber-CD dabei. Darunter dann die eigentliche V700. Die V700 ist eine Tastatur mit Standard-Layout, heißt also, wir haben hier auch ein Numpad dranhängen. Dementsprechend kommt sie auf eine ganz stattliche Breite, zumal das Tastaturgehäuse das eigentliche Tastenfeld noch einmal deutlich überragt. Das gilt besonders auch hier nach unten. Hier haben wir geradezu noch so einen kleinen Anbau dran und damit dient dann das Tastaturgehäuse sogar so etwas als Handballenablage. Eine separate Ablage wird auch gar nicht erst mitgeliefert. Passend dazu die Materialwahl. Dieses hellgraue Material hier oben ist etwas rauer und dadurch rutschfester als das Material hier weiter unten, das etwas dunkler daherkommt. In beiden Fällen natürlich Kunststoff, der hier eingesetzt wird. Mit Blick auf die Tastenbelegung sind eigentlich kaum Besonderheiten zu vermelden. Selbst eine Doppelbelegung der F-Tasten fehlt. Was wir aber haben, sind diese vier Sondertasten hier. Zwei davon dienen zum Stummen bzw. Lautschalten. Dann haben wir hier die Windows-Lock-Taste, mit der wir die Windows-Tasten weiter unten sperren können und so verhindern, dass wir uns versehentlich aus dem Spiel heraus katapultieren. Und schließlich gibt es noch hier diese Modus-Wähltaste. Insgesamt 108 Tasten, 106 Tasten können frei belegt werden über die beiliegende Software. Nur diese beiden Tasten hier sind da außen vor, die müssen also bei ihrer Funktion bleiben. Über die beiliegende Software ist es außerdem möglich, bis zu 5 Profile zu hinterlegen und natürlich können wir hier auch Makros hinzufügen, heißt also, da ergeben sich dann doch recht vielseitige Nutzungsmöglichkeiten, die aber eben an dieser Software hängen. Was den Tasten weitgehend fehlt, ist deine Tastenbeleuchtung. Wir sehen das hier oben bei der Windows-Lock-Taste, da ist tatsächlich eine LED integriert, die dann also leuchten kann. Bei den anderen Tasten gibt es eben keine LED und damit auch keine Tastenbeleuchtung. Wer sich mit mechanischen Tastaturen etwas besser auskennt, der hat die Switches wahrscheinlich schon erkannt. Das sind Kalch Yellow. Kalch ist ein Alternativanbieter zu Cherry im Prinzip, fertigt die Switches ganz ähnlich und gibt ihnen auch vergleichbare Charakteristika mit auf den Weg. Das heißt, hier die Yellows könnte man etwa mit Cherry MX Red oder Black vergleichen. Das sind also relativ leichtgängig. Typisch für eine mechanische Tastatur natürlich, ein wirklich leises Zippen ist hier nicht möglich. Aber dieses Tippgeräusch gibt natürlich auch ein gewisses Feedback. Ja, was im Vergleich zu Cherry MX fehlt, das sind diese Gold Crosspoint Kontakte, die Cherry so intensiv bewirbt. Ansonsten aber sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Auch die Lebensdauer wird mit immerhin 20 Millionen Anschlägen angegeben. Die V-Pro V700 ist sicher keine top ausgestattete Tastatur. Wir haben weder eine komplette Tastenbeleuchtung, noch haben wir zusätzliche Anschlüsse. Was wir aber haben, ist eine grundsolide mechanische Tastatur mit den Kalch-Switches, die ja mittlerweile gerade auch durch die Razer-Tastaturen als bewährt gelten können.
Und dazu dann eben den Möglichkeiten, die sich aus dem integrierten Speicher und dem verbauten ARM-Prozessor ergeben, wenn man denn eben die mitgelieferte Software nutzen möchte. Was das Ganze dann natürlich besonders attraktiv macht, ist der vergleichsweise günstige Verkaufspreis. 79 Euro werden aktuell aufgerufen und das ist natürlich für eine mechanische Tastatur im Vollformat durchaus attraktiv. Ob es zu einer Preis-Leistungs-Empfehlung reicht, das werden wir jetzt noch für den regulären Test herausfinden.